Jedes Mal, wenn ich eine Geschichte über Oma hörte, konnte ich mir vorstellen, wie sie mitlachte, als wäre sie dabei gewesen, mir durchgeholfen hätte. Wunderschön. Huch! Ich bin ganz hin und her gerissen, Tagebuch. Ich bin ganz hin und her gerissen, Tagebuch. Vielleicht wird ein Teil von mir immer traurig sein, sie immer vermissen. Aber das ist vielleicht auch... Aber vielleicht ist das auch gut so. So wie es sein soll. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sterben. Ich glaube, ich weiß, wohin wir gehen. Wenn alle Menschen, denen wir je wichtig waren, schaffen einen Ort in unserem Herzen. Ich muss die Geschichte von Grace fertig schreiben. Oma würde das so wollen. Ich würde das so wollen. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt tun muss. Let's summarize. After the dragon attacked her village. Okay. Fassen wir zusammen. Nachdem der Drache ihr Dorf angegriffen hatte, machte sich die verspielte Grace auf den Weg, um die Glühwürmchen zurückzuholen. Unterwegs begegnete ihr ein gigantischer Dashin, Wächter einer untergegangenen Philosophenstadt. Und fand ein missachtetes Feuerwesen namens Lump. Sie wurden Freunde. Aber dann wurde Lump gezwungen, bei den Uralten zu bleiben. Im Austausch für die Gabe des Wasseratmens. Tief unter der Meeresoberfläche. Im versunkenen Palast des Seekönigs. Vom Schatten der Reue geplagt, hatte Grace einen Moment lang große Zweifel. Aber sie hat alles überstanden. Und jetzt ist sie bereit, sich dem Drachen zu stellen. Auf geht's. Du. Ich dachte, ich könne mich dir nicht stellen, aber ich konnte mir selbst nicht in die Augen blicken. Ich weiß, dass du immer da sein wirst. Vielleicht ist das gut so. Du gehörst mir zu diesem
Ein Teil von mir. Danke. Hä? Oh nein! Er geht weg! Jetzt. Ich werde die Glühwürmchen zurückholen.